Löwenchaos und kein Ende. 5 Spiele, 4 Niederlagen. Dazu nach dem letzten Heimspiel noch unschöne Szenen durch den Kasseler Anhang. Trotzdem, wir hoffen immer noch, dass der Knoten platzt und heißen Sie deswegen herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Löwen-TV heute gegen die Stuttgarter Kickers. Und der Extra-Tipp und Löwen-TV hat sich mal auf die Suche gemacht nach ein paar Stimmen und Stimmungen. Muss ich denn meinen Kassel erinnern, dass es hier wieder aufwärts geht? Ja, ich weiß es selber nicht. Es fehlt eigentlich das Geld. Das ist das Problem. Der Hock kann auch nichts dafür, weil er muss mit dem Material leben, was er hier vorgefunden hat. Und mit dem wenigen Geld konnte er auch keine tollen Spieler finden. Ich bin der Meinung, man sollte die Saison abhaken. Ihre Meinung zum Trainer? Der Trainer, der hat, soweit ich das einschätze, bisher nichts Positives bewirkt. Meine Erkenntnis ist eben, der Trainer hat kein Konzept. Ich denke schon einen Schritt weiter. Wer gehen will in der Winterhalbserie, soll gehen und sollen einfach einen Neuaufbau machen. Haben Sie denn von den Querelen um Kassel im Stuttgart was mitbekommen? Ja, aber man spürt es auch hier. Man denkt, die Mannschaft ist völlig verunsichert. Ja? Und man sieht auch von den Zuschauern, es ist zu wenig Unterstützung außer von der Fangruppe. Aber hier ist alles solidarisch. In der 53. Spielminute der Anschlusstreffer zum 1:2. Torschütze mit der 22, Tobias Dann. Die Mannschaft hat dann gefaltet, hat sich aufgebäumt, hat alles versucht, den Ausgleich zu erzielen. Hat eine große Moral bewiesen und wir hatten in der zweiten Halbzeit ein paar Probleme. Ein paar mehr Probleme, als uns lieb war, um Hessen-Kassel von unserem Tor wegzuhalten. Was zuversichtlich stimmt, ist, ja, die kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit. Und was mich auch jetzt heute wirklich positiv stimmt, ist ja, das Verhalten der Fans auch. Und es war am Mittwoch schon wirklich sehr, sehr gut, wie die Leute, die in Ingolstadt waren, es honoriert haben, wie die Mannschaft gekämpft hat und gefeitet hat. Und auch heute in der zweiten Halbzeit nach dem Spiel ist das honoriert worden, dass die Mannschaft zumindest kämpferisch in der zweiten Halbzeit versucht hat, da alles zu geben. Darauf müssen wir aufbauen. Ich denke, das ist der erste Weg zum ja, wieder einem vernünftigeren, besseren Umgang miteinander. Und ich glaube, da haben heute die Fans und auch die Mannschaft ein Stück weit einen Schritt aufeinander zugemacht. Ja, Endergebnis schließlich 1:2. Es hätte auch 1:3 ausgehen können, wenn der Elfmeter noch reingegangen wäre. Also wieder kein Sieg, wieder keine Punkte. Wir hoffen auf Besserung im nächsten Spiel. Und bis dahin machen Sie es gut. Auf Wiedersehen und bleiben Sie sportlich.